Müsste jetzt erstmal bloß sehen, dass ich das Spiel auf eine angenehme Lautstärke kriege. Gerade es war wieder so brutal laut dann auf einmal. Kirsty, Kirsty, du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Das wäre schön, so im Alltag. Kein Putzen ohne ja, so ne. Ohne Aufpasser. Hätte man immer eine schöne Ausrede. Hier ist Nichtraucher. Kann ich auch eine haben? Ach so. Rin. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von einem... einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. Vier Noten. Bam, bam. Bam, bam. Ach so, okay. Welche ist denn das jetzt? Die hier? Ganz einfach. Oh, Entschuldigung. Nein, 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 es ist... Bam, bam. Hier unten, die passen teilweise gar nicht. Ich glaube, ich kann die Untertitel ausmachen. Das war neu. Sie sagt, das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein. Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Ich habe eine Frage. Zu meiner Mutter. Ah, ja.
Ich würde dir deine Fragen beantworten, aber das hier ist eine Klinik. Die Patienten haben Anspruch auf Privatsphäre, ungeachtet der Umstände. Sie ist meine Mutter. Das ist mein Recht. Ich verstehe dich, aber wenn du zukünftig etwas wissen willst, bitte, frag einfach. Deine Mutter hatte Epilepsie. Als sie schwanger wurde, verschlimmerte sich ihr Zustand. Sie brauchte Bettruhe und hat gekündigt. Sie wollte, dass wir uns um sie kümmern. Du kamst hier zur Welt. Direkt nebenan. Es ist sicher nicht leicht für dich hier zu sein. Und es ist nicht viel, aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es auch kaputt gemacht. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Joha getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Bin ich in Gefahr? Wir wissen leider nur, dass sich der Mörder von Mr. Joha auch für dich interessiert. Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Ich weiß nicht. Erica, bitte. Es gibt zu viele Ähnlichkeiten mit dem Fall deines Vaters. Das ist kein Zufall. Mit einer Beschreibung könnten wir dem ein Ende setzen. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Ja, natürlich, ich bin total entspannt. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Natur. Ja. Sekte. Oh, Mama. Oh. Gefahr. Verkleidung. Das ging zu schnell. Abstechen. Freunde. Stopp. Mich so viel besser jetzt. Du wirst es immer.
Mach das zu. Ich will das nicht sehen. Nein. Das ist doch das Symbol vom Arm. Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Ganz ruhig. Was zur Hölle haben Sie mit mir gemacht? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Ja, ja, natürlich. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Ach so. Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie. Aber das war doch eindeutig auch eine Frau. Gerbert meint, ich soll dir das hier zeigen. Ja. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Glaube ich auch. Elodie Erika Mason. Okay. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Das will ich nie wieder machen. Ich weiß, es ist frustrierend. Möglicherweise änderst du deine Meinung nach einer Pause. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Nein. Nee, mach ich nicht. Ich glaube, ich muss... Ah, okay. Hier ist also ihr Grab. Schön sauber machen hier. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nicht los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Anna, dass du schon wach bist? Das ist Erika Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht? Und triffst ein paar der anderen Frauen. Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Erika, es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig. Das ist alles. Die gerade und die Rohrerin, die sind mir eigentlich bisher die angenehmsten hier.